Hallo, ich muss mal ein paar Worte zur Müllentsorgung sagen. Was mich jeden Tag nervt, das ist, wenn ich mit dem Rad irgendwo herfahre und ich sehe, dass irgendwo am Straßenrand oder am Rand von Wiesen und Feldern irgendwelcher Müll herumliegt, der aus dem Auto geworfen wird oder vom Fahrrad herunter oder von Fußgängern. Und ich plädiere dafür, dass jeder, der dabei erwischt wird, 100 € Bußgeld bezahlt. Egal, ob er ein Stückchen Papier wegwirft, eine leere Zigarettenschachtel oder einen Eimer voll Müll. 100 €, dass dieses in allen Nachrichten, Tagesschau, allen Fernsehnachrichten, Radiosendern durchgegeben wird, eine ganze Zeit, jeden Monat, jeden Tag, dass sich das im Bewusstsein der Leute festsetzt. Dass es absolut klar ist, man wirft keinen Müll in die Natur. Das bei dem Stand unseres Wissens heutzutage. So, knallhart. Dafür bin ich. Und ciao.